Hallo meine Süßen. Ja, jetzt geht's weiter. Und zwar, was hat denn mein Käferlein noch reingepackt? Und zwar, einmal diese super tollen, großen Büroklammern in Gold und in Silber. Natürlich in purem Gold und in purem Silber, ist klar, ne? Da sind, weiß ich nicht, 15, ja, also 30 Stück sind da drinnen. Und da habe ich ja was ganz was Tolles bei der Luise gesehen. Ich habe das schon versucht nachzubasteln, das ist mir aber misslungen, weil ich so kleine Büroklammern verwendet habe. Aber ich werde es jetzt mit so großen noch basteln. Also das war eigentlich auch so der Hintergrund. Ja, außerdem die kann man immer, wisst ihr, die kann man immer brauchen. So, was haben wir denn da? Eieiei, schaut einmal. Das sind diese neuen Stanzen vom Action. Also der Action schmeißt ja jetzt wirklich raus. Und zwar haben wir da die mit den Little Baby. Da haben wir so kleine Wulien. Die drei und Schnulli und Flascherl und so weiter. Also die habe ich unbedingt da haben müssen. War wichtig, ist klar. Dann natürlich alles, was irgendwie mit Liebe zu tun hat und mit Herzeln. Mit die zwei super schönen Schwäne. Und da ist das, ja, das sind Eheringe. Also ich habe es momentan jetzt nicht erkannt, aber da an dem habe ich es jetzt gesehen. Also das sind so richtige Retträmmer, ja. Dann haben wir Let's Party. Ja. Da haben wir da so eine super tolle Torte und den Schriftzug und dann da so ein, ja, ich freue mich Hut, ich springe irgendwie heraus. Und da das ist also ein, ja, so ein, ja, pff, ja, eben das. Dann haben wir da die Meeresfraktion mit dieser großen Schildkröte und dem Muschelstern und einer Schnecke. Wobei der Stern natürlich ganz super toll ist. So, dann haben wir You and Me, auch sehr schön. Also mit seinem Schriftzug, einem Geschnörkel. Und einer wunderschönen Rose und das Schlüssel. Das hat es mir heute angetan. Also die Rose und das Schlüssel war ausschlaggebend dafür. Dann haben wir da natürlich ein Happy Birthday. Ja, das Luftballon, wo das auch sehr gut ist. Weil ich immer gedacht habe, mit diesem Dreieckerl, ja, das kann man sich selber auch machen, das ist mir schon klar. Aber halt so als ja, auf der Seite, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt beim Junk Journal, aber wegen dem habe ich mir das eigentlich auch, außerdem wie gesagt, Happy Birthday ist immer gut. Dann natürlich da diesen Zweig und das Vogel und die Feder. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Das ist natürlich super schön und immer irgendwo verwendbar. Das genauso. Also das sind so Blumen, Farn und irgendwelche, ja, ist ja Grüngräser. So, das kann man natürlich auch da. Dann Blume. Ja, was soll man da? Da braucht man nichts sagen. Wisst ihr, ausstanzen und zusammenlegen und in der Mitte entweder so eine kleine Perle oder einen Stein oder so irgendwas, dann da das Blattl dazu und da diese Blumenstempel, sagt man da. Also das ist eine Stanze, die kann man immer brauchen. Dann haben wir da diese, das ist so ein kleiner Webrahmen, also für eine Stricktante, Häkeltante ist das natürlich muss sein, ein Muss. Dann haben wir da so ein kleines Herzchen, ja, so ein, ja, Klebepflaster, ein Schriftzug mit Handmade. Handmade ist auch immer ganz gut.
Ja. Dann haben wir da noch New Home. Also da habe ich eigentlich so an Babywollfaden gedacht auch, weil die ihre Wohnung eigentlich immer irgendwie umdekoriert und ja, auch bald ein Geburtstag ansteht und ja, das man natürlich dann eben als Gutschein auch verwenden kann, wenn man halt ein bisschen, wisst ihr, ja. Und dann natürlich auch diese Briefmarken stand da. Die war so das Tüpfelchen am i bei dem Standset. Ja. Und dann haben wir da noch schöne Blumen mit Dankeschön, thank you. Also ist auch, finde ich, auch so eine zeitlose Standsetze, die was man immer irgendwie verwenden kann. Ja. Ja. Also das waren einmal diese kleinen Barstanzen. So. Die lege ich da her. So, da seht ihr es. Dann hat mir mein Käferlein natürlich dieses Stickerbook, weil wie kann es denn anders sein? Stickerbook ist immer gut und brauche ich natürlich, weil da sind mega schöne drinnen. Also ich finde das so total nicht, dieser Lager, das Weekend, wie das glänzt. Und da sind halt alle möglichen Mädeln, ja, Mädelsachen sozusagen drinnen. Warum bin ich jetzt so leise, gell? Weil es bei mir eigentlich nur mitten in der Nacht, also bei mir ist es mitten in der Nacht. Und mein Babywollfaden und der Onkelwollfaden und der Noah und der Jamie, die schlafen schon. Deswegen bin ich da ein bisschen leise. Aber ich hoffe, ihr versteht mich. Ja. Also dieses wunderschöne Stickerbuch mit Folien. Das wollte ich unbedingt da haben. Und ja, genau. Also ich glaube zweimal dann. Habe ich wahrscheinlich gesagt, Käferlein, nimm es gleich zweimal mit, weil was man hat, hat man. Na, ist ja so. Dann habe ich endlich. Diese Glitzer-Alkohol-Inks gekriegt. Ich bin ja so verliebt da in meine Sprühflaschen von dem Timmy, vom Timmy Holz, nicht? Und ja, naja, da braucht man das natürlich auf jeden Fall. In so Pastellgold, glaube ich, ist. Ja, Pastellgold steht da oben. Pastell-Yellow. Also da gibt es, ja, ich weiß jetzt nicht, die Farbe, steht nur Glitter Ink. Und da kann man natürlich dann da solche super tollen, ja, wisst ihr, Junk Journaling machen. Also in dem, in der Farbe. Dann haben wir es natürlich in diesem Lila, was megamäßig ausschaut da. Also die zwei Farben. Schauen toll aus, wie so ein schönes Hexengift, sage ich. Finde ich halt. Schaut so schön aus. Ja. Dann habe ich es in den grünen Tönen. Also das ist ein Olivgrün, schaut ja. Schaut auch super toll aus. Also mit, glaube ich, Gold. Ist da dabei oder ja, man weiß es noch nicht, man wird sich anschauen. So. Ja. Dann haben wir es natürlich auch in. Ah, das ist was für Farbe ist das? Da haben wir eh alle Schamia. Also in allen Farben habe ich es bekommen vom Käferleiser. Also da haben wir es. Ochre, Gold und Pastellyellow. Das war das. Soft Blue und Royal Blue. Die Farbe. Schaut auch cool aus. Dann haben wir es in Sweet Lilac und Lavender. Lavender Purple. Das ist das. Ja. Dann habe ich es in Tropical Orange und Lemonade Pink. Das ist
das hier. Ah, super, vor allem schaut, wie das glitzert da, wenn ich das so schüttel. Ah, seht ihr das leider nicht, aber ja. Dann haben wir Raven Black und Silver Grey. Das ist das, was ich da in der Hand habe. Und Apple Green und Leaf Grün, das ist das. Shea Green und Pine Green. Ja, das habe ich anscheinend nicht. Ich weiß nicht, wo ich nicht. Und Sweet Candy und China's Red. Das muss das sein. Genau, schau mal, wie toll. Wenn ich das da so unten hier halt, seht ihr den Glitzer. Wobei mir mein Käferle gesagt hat, dass anscheinend, wenn das dann getrocknet ist, der Glitzer irgendwie runtergeht, so auf die Art. So, passt auf, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, da haben wir 2, 4, 6, 7. Nein, da müssen wir noch mal gucken gehen. Nein, anscheinend, nein, nicht, nein. Nur vielleicht haben wir nur 7 gekriegt oder habe ich vielleicht schon welche. Ja, das ist halt das Problem, wenn man nicht mehr alles weiß, nicht? Jawohl. So, das ist einmal dieses. So, ich muss echt ein wenig aufhören, weil sonst echt ist da nämlich nicht so viel, gell? So, also meine super tollen da. Ich liebe sie heißen. Dann wurden mir eingepackt. Die sind ja auch ganz toll. Also die gefallen mir irrsinnig gut. Und zwar da diese Stencils. Das ist da dieser Elefant. Und da sind dann noch drinnen ein Wolf, ein Hirsch und ein Wal. Ja, schaut gut aus, finde ich. Also normal mag ich das Diamanten-Dings nicht so, okay. Also er hat mir besonders gut gefallen. Das schaut sehr, sehr, ja, schön aus. Ne? So, warte, man macht das jetzt so und so, dann lege ich das da in die Mitte hinein. So, dann natürlich Buchstaben, das kann man immer brauchen. Auch mit so Pfeile und Ding. Und dann ist noch andere Alphabet-Sachen drinnen. Also da mit so einem Schnörkel und Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, dicke Buchstaben, einfach Buchstaben. Ja. Dann haben wir was, da steht was weg, das sind halt die Schnörkelines. Die Schnörkeln und der Blümchen und naja, das ist halt ich muss es haben. Dann haben wir da noch so Pfeile und andere Schnörkeln und so Fandeln und da diese Spielkartenzeichen. Dann haben wir da so dicke, so große schwarze, wo ich mir gedacht habe, das kann man sicher dann auch wieder so in die Hälfte, also ausschneiden und dann in die Hälfte und auch wieder so auf die Seite kleben. Und da haben wir dann Blümchen, Herzchen, Luftballon, hat Luftballon oder ist das Oval, weiß ich nicht. Das ist auch sehr interessant da. Ja, also das, ja, die gefällt mir besonders gut. Also das ist so Hintergrund, perfekt für, ja, wisst ihr. Und da haben wir dann noch dabei sowas, das ist, dass das nicht so sehr spiegelt. Schaut super toll aus. Das auch. Und da auch. Also die gefallen mir eigentlich so alle vier durch die Bank. Gut. Also das sind so richtige coole Hintergrund-Stencil. Das genauso da. Das schaut auch mega aus, finde ich. Und da sind dabei so Punkte.
Und so ein bisschen so ein, ja, so ein Mosaik. Ich bin zerbrochenes Glas und das ist ein bisschen so, ja, wenn ich länger hinschaue, bin ich hypnotisiert. So auf die Art halt, gell? Also das. Jo. Und dann haben wir noch dieses hier. Naja, Blätter gingen immer. Blätter und sowas. Und dann ist da noch dabei. Also das ist ja extrem. Das, warte mal. Das ist das. Ja, das ist das, genau. Das finde ich auch so stark. Also das ist ja da irgendwie, ich weiß nicht, Ding. Und da ist natürlich, wisst ihr, der Wald, der düstere, und da sind auch noch so Blätter, also, ja, gefällt mir mega gut, wirklich. Also das ist so das Hintergrund, ich muss das alle noch irgendwie aussortieren, weil da haben sie halt die Hälfte vergessen. Naja, man ist ja nicht kleinlich, oder? So, dann haben wir da noch, naja. Natürlich wollen wir die auch diese runden Stencils haben. Also da haben wir, ja genau, das ist der da mit dem Hirsch und dem Tannenbäumchen, die Kirche da hinten und die Sterndln. Also ganz süß finde ich. Da habt ihr so, ja. Also ich finde das auch. Ja, mir hat es einfach gefallen. Also du kannst da so einen 3D Szene, eine Szene gestalten. Ja. Da gibt es doch solche von irgendeiner bekannten Firma eben, ja, diese Layered-Stempel hassen, die glaube ich. Ja, genau. So. Also dieses einmal. Dann haben wir da die Nordsee oben, also mit Turm und Schiffchen und Fische und Wellen und Sonnenuntergang. Wobei da diese Sonne sehr interessant war eben. Das da. Der Fisch sind auch lieb, gell? Das. Dann haben wir. Was ist das? Ja, natürlich eine Rose. Und mit Liebe. Also das. Ja, das muss man halt auch haben, gell? Super schön aus. Und da ist dann auch wieder so allerlei dabei. Dann haben wir da, das ist auch so lieb, so ein, die Häuser und die Wolken, Auto und Bäume. Ja, also auch alles, was man halt so braucht. Ne? Ja, das ist cool. Also ich finde die cool eigentlich. Dann haben wir das da. Das ist das mit den Blättern. Und Vogel und dem Ast. Das schaut dann da so aus. Und das ist, was ist das geschnitten? Also das sind die Blätter. Na, no. Das da hinten. Also das sind einmal die Blätter und dann einmal die dahinterliegenden Blätter. Jo, also Vorderblätter, hintere Blätter. Dann haben wir die Berge. Naja, das ist klar. Mit dem Wohnwagen, mit dem Auto, nochmal Bäume und Gebüsch und Tiroler Berge. Jawohl. Nochmal Wolken, sind da auch Wolken dabei. Na, das ist das Auto und der Wohnwagen, glaube ich. Ja, also dieses. Dann habe ich da noch das Eichhörnchen und die Bäume und ja, diese Landschaft, also diese Hügeln sozusagen mit dem kleinen Butzi-Wutzi-Haus und da diesen Bäumen. Das schaut so aus. Da haben wir auch noch einen Bären. Bist du ein Bär? Ja, dann sieht man da gar nicht oben, Schatz. Wo ist gar kein Bär oben? Haben es vergessen, oder der steht hinter einer Eichkatzel. Oh, das ist doch ein Bär, oder ist das was anderes? Nein. Das ist ein Bär. Dann haben wir da noch diese Luftballons und Mascherln und diese, na wie heißen denn die Papierschlangen? Genau. Also das schaut so aus, die Stanzen. Und
Das ist ja die mega coole Stanze, wo das Käferlein die Grillkarte gemacht hat. Genau das ist ja. Und da gehört ja dann eben auch der Fisch dazu. Also das müsst ihr euch unbedingt anschauen, das Video, wo sie diese Grillkarte gemacht hat. Und auch hat sie noch gemacht, ein wunderschönes, wie so ein Rosengitter mit so Blumen oben. Also auf jeden Fall schauen, man kann diese Stanzen auch für was anderes verwenden. Sie hat irrsinnig viel kreative Idee, wobei ich glaube, die Grillkarte, also mit dem Griller, die ist von ihrer Tochter, die Idee. Also auf jeden Fall reinschauen, weil ja. So, was haben wir noch ein bisschen Zeit? Nö. Weil da ist jetzt dann nur noch so alles irgendwie, ich muss das ja immer die Zeit ein bisschen aufteilen. Das kann ich echt nicht sagen. Und zwar habe ich da diese ganz tollen Paperbite. Also die finde ich so schön. Schatz. Mit Folie und Glitter. 36 Sheets. Jetzt muss ich nur ein wenig drüber, sonst kippt man das. Und da hinten haben wir halt die ganzen Sachen, was da drinnen sind. Das ist so, okay, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich kenne das eh alles. Ja. Ich mache es einmal ein bisschen so im Schnelldurchlauf. Ich glaube, der Andrea hat es eh, also mein Käferle hat es eh alle durchgeblättert. Wenn sie es genauer sehen wollt, das ist auch sehr schön. Also das ist halt auch ganz ein schöner, finde ich. Dann haben wir da noch einen. Der ist auch sehr schön. Von den Farben her hat mir der auch sehr gut gefallen. Also dieses Türkise mit den Altrosa und diesen Folien und Glitter zeigt. Also das schaut auch sehr schön aus. Schaut. Ja, das ist ein bisschen, naja, okay. Aber da zum Beispiel. Die kleinen Heferl und Blumenvasen. Das ist ja okay. Da haben wir es auch noch einmal. Also da hat man das ist ein bisschen, ja, das muss man verstehen. Das okay. Das ist wieder lieb. Da haben wir also Blumenstücke. Also da hat man die Farbzusammenstellung. Gefallen. Da haben wir lauter kleine Mädeln. So, und da haben wir wieder ein bisschen auf Tiger. Ja, und da haben wir Getröpple. Nüsch. So, Getröpple. Ja. Dann habe ich noch den da. Also der ist auch sehr bunt. Also ich glaube, Miss Fruchteis. Ich glaube, du wirst quietschen, wenn du den siehst auch. Also der ist auch. Also der ist wirklich bunt, ja. Da haben wir auch alles dabei. Also da ist ja bunt, 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 Glitzer und Sterne und alles. Das gefällt mir eigentlich recht gut. Ja. Ja, das geht. Das ist auch. Ja, also das ist halt bunt. Nösch. Ja. Naja. Wisst ihr, wenn wir was wollen, wollen wir von allen das Ganze haben. Und da sind wir halt im Urwald. Jawohl. Da haben wir halt die ganze Lianentiger, grün. Ja. Ja. Auch, ja. Ja, das schaut ein bisschen aus wie so ein
Boden früher in die Gemeindebauten. Also so hat es zumindest, also vielleicht jetzt nicht so farblich, aber ja. Ja. Okay, das ist. Ja. 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 Ja, also ich glaube, dass das jetzt, ja, nee. Gut, wenn einer Rapid-Fan ist, wisst ihr, ja. Also du machst da Karten und bastelst das und schickst das an Austrianer. Na, da hast du dann auch keinen Feind mehr. Ja, das ist halt auch okay. Das geht. Also, das wäre so, das glaube ich, ja. Ja, es ist halt auch ein Block vom Action und jo, so, meine Süßen, ich mache jetzt wieder einen Cut, ich muss ja wegräumen und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Jawohl, Pussy!